Ja, servus, hallo, grüß dich, der Helmut ist wieder hier und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Heute nehme ich dich mit in einen Tempel, das ist so der Master-Tempel hier in Sisaket, mit einer unglaublichen Geschichte, mit einer historischen Geschichte, widerspricht sich eigentlich im Prinzip wieder. Und zwar der Tempel heißt Wat Phrae Patanath. Wat Phrae Patanath. Und das Besondere an dem Wat Phrae Patanath ist eigentlich, was, soweit ich das mitgekriegt habe, ein Mönch, von dem behauptet wird, dass der angeblich 500 Jahre alt ist und der kann auch Tevadah, also der kann, Tevadah heißt irgendwie so, wie heißt das, wenn man reist, ohne dass man, wie bei die Fliege, wie heißt das, man kann reisen ohne, er geht nicht mit den Füßen, sondern er transformiert sich da irgendwo anders hin an einen anderen Ort. Also die Geschichten um den, die sich um diesen Mönch ranken, sind sehr fantastisch eben. Der sollte angeblich eben über 500 Jahre alt sein. Er heißt Mönch Chü Alai. Lungpo Suang. Lungpo Suang. Lungpo Suang. Also der Mönch hieß Lungpo Suang. Er ist dann nach, wenn man daran glaubt, nach über 500 Jahren am 8. September 2000 verstorben. Ganz komischerweise, ich kann jetzt nicht sagen, warum genau, er ist nicht verbrannt worden, also er ist eigentlich so mumifiziert und liegt in so einem in so einem gläsernen Sarg mehr oder weniger. In dem Tempel, in diesem, was du nachher sehen wirst, so einem weinroten, ja, Kapellen hätte ich jetzt auf Österreich fast gesagt. Da ist er drin. Leider darf man aufgrund des Coronavirus ist der Tempel eigentlich geschlossen. Ich bin da trotzdem rein für dich. Weder Kosten noch Mühen gescheut, mich nicht darum gekümmert, dass das eigentlich gegen die Gesetze verstoßt. Ich bin da fast wie einer von Greenpeace da rein und habe das gefilmt. Und da ist wirklich cool. Also der Tempel ist cool, ist ja wirklich schöne Anlage und das geht halt bei dem Tempel. Ich wusste nicht, warum der so berühmt ist und warum da so ein Aufheben ums Tempel gemacht wird. Es liegt eben an den Lungpo Suang. Diesen wirklich außergewöhnlichen Mönch, den eben nachgesagt wird, dass er vielleicht 500 Jahre alt sein könnte oder dass er eben Tevadah, dass er eben gereist ist, ohne seine Füße, sondern nur per Mentaltransport sich da irgendwo hingebeamt hat, bis der halt dann gestorben ist und dass der halt da drin aufgebahrt ist. Leider, den konnte ich ja nicht filmen in seinem aufgebahrten Glassarg, weil das eben, wie gesagt, so ist. Aber der Tempel ist auf alle Fälle einen Besuch wert. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und wir sehen uns vor dem Tempel. Jetzt sind wir hier in diesem Tempel, wo ich eigentlich hin wollte, sieht man so, das Tor sieht schon ziemlich cool aus. Und das war an und für sich, ich glaube, das ist so der Ikonentempel oder wie sollte man dazu sagen, sieht ihr das mal an, schön gemacht, da sieht man, ich hoffe, man sieht die Baumstämme hier auch schön auf dem Video drauf, richtig fette, dicke Baumstämme. Leider ist er geschlossen, aber man darf hier heraus und zumindest irgendwie so ein bisschen rumlaufen. Ist das geil, oder? Man guckt ja den Elefanten an mit seinen, wie die da das fünfte Bein von denen da darstellen, wie krass das ist. Das ist der Erawan wieder, oder? Schätze ich mal, mit seinen drei Köpfen. Also das wird ein heftiger Tempel, finde ich, so wie das hier aussieht. Cool, oder? Das ist hier der Eingang, da sind wir jetzt eben gerade hereingekommen. Und der, ja, also hier scheint alles sehr, sehr schön gebaut zu sein in diesem Tempel. Aber vielleicht nicht so cool wie der Tempel, wie der Naturtempel, in dem ich war. Das war wirklich bis jetzt so der coolste Tempel, in dem ich war. Ich bin wirklich neugierig, ist das echt Holz, diese großen Teile hier? Sieht tatsächlich alles aus wie echtes Holz, oder? Wow! Richtig cool, ha? Huh? Ja, ich bin halt so Wasser und Holz und Felsen, keine Ahnung.
Das finde ich halt super cool. Schau dir das an. Wow. Richtig fette Stufen, aber alles hier voll Hühnerkacke. Jetzt habe ich mir gerade Gott sei Dank die Schuhe ausgezogen, dass ich da schön in die Hühnerkacke da schön barfuß da reintreten kann. Das, wenn der fertig ist und die Hühner dann nicht mehr so richtig reinscheißen, wird das wahrscheinlich eine sehr schöne Tempelanlage werden. Ich hätte echt die Schuhe nicht ausziehen sollen. Ich bin ja so ein haben die halt überall die Hühnerkacke, ne? Andere Länder, andere Sitten. Jetzt gerade Batterie gewechselt wieder. Und ich glaube, das ist ja so berühmt, der Tempel hier oder der Watt hier, das, was du da vor uns siehst. Dieses Kapellen- oder Kirchengebäude, wie man das auch immer nennen mag, das Rote. Obwohl, das ist schon alles sehr schön gemacht hier mit dem Holz. Ich hoffe, da sieht man. Ich sehe es oft in der Kamera, sieht das einfach nur so schattig aus. Da weiß ich nicht, sieht man das dann richtig? Es ist hier hell, es ist ja nicht dunkel. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Also etwas näher bei dem Kirchengebäude sozusagen. Schön gemacht hier, schön. Das eine ist so alles auf Naturholz, das sieht halt hier auch so ein bisschen auf Naturstein. Alle nach ab? Oh, Namtok. Namtok heißt Wasserfall. Tongnan. Schön, oder? Auch sehr schön gemacht hier in dem Tempel, oder? Da gehst du ja fast so ein bisschen wie durch den Garten Eden. Na, hier könnte man wahrscheinlich ein bisschen schwimmen gehen. Ist schon sehr schön gemacht. Also ich muss ja echt sagen, die Tempel hier, das ist jetzt der zweite Tempel, den ich hier besuche. Und wenn ich das sehe, das sieht ja richtig echt schön aus. Da gibt es auch kleine Goldfische, falls man die da drin sieht. Also ehrlich, der zweite Tempel, den ich hier besuche und das ist so schön gemacht, das habe ich sonst noch nie gesehen, weder in Nan noch in Chiang Mai. Ich war ja in Chiang Mai auch in ein paar Tempeln. Ich habe nie gesehen, dass das hier so auf Suignam, so auf wirklich so sehr, sehr, ja wie für einen Westerner halt auch so idyllisch schön gemacht ist. Hier der Wasserfall, super, oder? Sieht ja richtig, ja romantisch schön aus. Wow. Und das so bei den Khmers quasi hier bei Kambodscha. Also wir sind hier auch nicht weit von der kambodschanischen Grenze weg. Wir sind ja zurückgefahren. Wir waren so circa 3-4 Kilometer vor der kambodschanischen Grenze. Jetzt sind wir vielleicht ja auch wieder 3-4 Kilometer zurückgefahren. Ja, wenn wir jetzt an 6-7-8 Kilometer vielleicht von der kambodschanischen Grenze weg sein. In der Walachei, also wie gesagt, wo ich bin, da in der Walachei, hier ist kein 7-Eleven weit und breit und nichts. Bankomat gibt es hier aber trotzdem. Das ist ja schon mal ein Vorteil, weil Bankomat gibt es ja in dem Dorf, wo ich ja bin, keinen. Schön, oder? Alles schön, Massivholz. Richtig cool, wow. Und das verwundert mich wirklich, also echt in der Walachei, da kommst du her und denkst da, unglaublich, einer der schönsten Tempel. Es hat in Nongbua Lampu auch einen so einen Holztempel gegeben, wo die alles so aus Holz gemacht haben, aber nicht
Es war auch schön, aber nicht so krass schön wie das jetzt hier. Ich finde sowas einfach geil. Also das ist jetzt nicht nachgemacht, sondern es ist wirklich echtes Holz. Also kein, nicht jetzt aus Polyester oder so, wie das sonst oft ist, sondern das ist wirklich richtiges Holz hier. Geil. So ein Ausdruck wie geil, der wäre in der katholischen Kirche wahrscheinlich gar nicht so angebracht. Wahnsinn. So, jetzt ist wieder zu. Wahrscheinlich kann man sonst, schätze ich einmal, einfach da hochgehen auch. Und das ist wahrscheinlich jetzt dann verboten. Nehme ich mal an, was die jetzt so gesagt haben mit dem. Aber du weißt ja auch bei den Thai nie, weil die Sprache ist so eine ungenaue Sprache, muss man da ehrlich sagen. Sind die Handwerker am Werk? Ja, alles klar. Ja, hier geschlossen wegen Covid-19. Schön ist das hier. Da ist wahrscheinlich alles noch im Werden. Ah, da hinten haben die Buffalos. Ja, schön, weiße Büffel. Da gehen wir mal hin, oder? Schauen wir uns einmal die Buffalos an, falls wir das dürfen. Wenn wir es nicht dürfen, schreit uns bestimmt irgendwer weg. Ich gehe hier alleine rum, weil ja meine Leute wahrscheinlich das auf Thailändisch gehört haben, dass das hier alles gesperrt ist. Und ich kann halt, ich sage jetzt, was soll ich als Ausländer? Sage ich, ja, habe ich keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Aber bis jetzt regt sich keiner auf. Guck dir das an. Aha. Kühe auch. Brahma-Kühe, weiße Buffalos. Die weißen Buffalos, die sind ja so richtig teuer. Ich glaube, da kriegst du, ich schätze mal, unter 10.000 Euro kriegst du, glaube ich, keinen weißen Buffalo. Normalerweise. Warum die so extrem teuer sind, habe ich nie richtig rausgefunden. Hello, hello. Oh, da hinten eine schöne Hahne. Schön. Hone, Hahn, nicht Hahne. Hone sagen wir bei uns. In Österreich, da sagen wir Ahone. Ein Hahn zu Deutsch. Die haben ja nur weiße Buffalos. Ja, hallo du. Kleiner Racker du, ha? Okay. Der sieht aber auch cool aus. Der hat jetzt ein bisschen eine Mähne auch hier hinten drauf, oder? Guck dir das an, wie er fährt. Krass. Und die Hühner brüten hier drin. Guck dir das an. Guck dir das an, die Henne, die brütet hier. Krass, oder? Die brütet im Futtertrog vom... Das ist ja echt witzig, oder? Vom Rind, das kann ja nicht sein, oder? Cool. Wow. Oh, das ist so ein schönes Buckelrind. Das sind so die Rinder, die fight. Das ist so wie die Nahen, diese Fighting-Kühe. Mit solchen Kühe hatten die da immer für einen Rinderkampf. Das ist nichts zum Essen, das ist meine Kamera, Junge. Ist das ein Büffel oder? Also ein Stier? Ja, ist ein Stier. Ist ein Stier.
Ja, das ist auch typischer, wie die in Nahen hatten. In Nahen hatten die ja viele so die Rinderkämpfe, wo die Rinder aufeinander losgehen. Was ist das denn? Das sieht ja aus eher wie ein, der sieht mal eher aus wie ein Krüppel, oder? Dann guckt ja das Rind mal an. Dem fehlt ja irgendwas. Wahrscheinlich hat er das Gnadenbrot hier im Tempel, kann ich mir vorstellen. Okay, da gibt es da unten auch noch. Ja, logisch, der ist ja. Die haben wahrscheinlich so Gnadenbrot. Die eine, ich weiß nicht, sehen ja schön aus wahrscheinlich. Die weißen sind richtig teuer. Und dem fehlt ja hier. Der hat ja hier, siehst du ja, den Kopf ein bisschen verdreht. Der kann seinen Kopf nicht normal halten. Siehst du das hier da bei dem? Der hat den Kopf voll eingedreht. Da werden die wahrscheinlich so Gnadenbrot im Tempel, weil im Tempel darfst du ja, also die Buddhisten, die bringen ja keine Tiere, nichts um. Die essen zwar Fleisch, aber die sagen halt trotzdem, Tiere umbringen geht nicht. Und dann werden die hier, also wenn die hier sind, werden die sicher nicht geschlachtet. Also die werden auch nicht verkauft normalerweise zum Schlachten, weil sonst ist da Bab, sagen die dazu, Bab, also Bab, die Erbsünde, ne? Erbsünde, das heißt, du vererbst das ins neue Leben rüber. Wenn du dann im neuen Leben wiedergeboren wirst, wirst du dann eben als Krüppel oder was auch immer wiedergeboren, ne? So glauben halt die Buddhisten das zum Teil. Was das ist, weiß nicht, ob das so für den, von den Mönchen so ein Wohnhaus ist. Obwohl es gesperrt ist, wird hier schön sauber gemacht alles. Da sieht man so wie dieses wahrscheinlich Haupthaus, Gebetshaus oder wie auch immer aus. Obwohl ich ja Mönch war hier, habe ich damals aber nicht so viel gelernt. Aber damals, ich wollte ja auch nur für mich so wie der Buddha. Weil das ist ja nicht buddhistisch, das ist ja ein indischer Gott. Überhaupt der Erawan, der Dreiköpfige, kommt ja glaube ich auch aus Indien. Mit der Ratte, oder wie das lustig aussieht, die Ratte hier unten. Und auch der Fettbauch, das ist ja nicht der normale Buddha, das ist ein indischer, oder? So viel ich weiß. Alles schön in Gold hier. Und ich schätze hinten, was ich da gefilmt habe, das erste, dass das wahrscheinlich da also der neue Hauptgebetsort ist, wenn du irgendwie was willst vom Mönch, dann gehst du mit denen und dann bezahlt man da irgendwie was oder spendet halt irgendwie was und dann geht man mit denen da, wie wahrscheinlich in der katholischen Kirche, an den Altar. Ja, und hier wahrscheinlich keine Bilder, sondern direkt die Geschichte hier so erzählt mit den Statuen. Schön hier auch ein bisschen. Da bewegt sich das Wasser jetzt auch nicht, aber wahrscheinlich ist das sonst auch so ein kleiner Wasserfall. Also irrsinnig schön gemacht alles. Wow. Hier das von der Seite. Du bist ja echt in der Walachei, Junge, in der ärgsten Walachei, also von dem, wie wir heruntergefahren sind, da ist ja einfach nichts. Und dann wundert man sich schon, wenn du so einen extremen Tempel findest. Da hinten sehe ich sofort, ist von Maipradu die Wurzel, eine Maipradu-Wurzel, könnte aber auch eine Maimaka-Wurzel sein. Ich würde aber eher denken, Maipradu. Ja, so Sachen haben wir damals in Nongbur da mit dem Hab verkaufen wollen. So aus den Wurzeln solche Sitzgelegenheiten, Tische und so weiter. Könnte ja Maipradu Maka sein. Maka, glaube ich eher, vielleicht sogar Maka.
schön hier alles gemacht, echt schön. Da ist der zweite Eingang wahrscheinlich. Toilettenwaschgelegenheiten. Schon da wieder Gebetshaus. Aha, da sind die Busse. Das ist jetzt an die von der anderen Seite. Sieht wirklich imposant aus. Das sind übrigens die Bäumchen, die hier sind, würde ich sagen, das ist Diekholz. Soweit ich das hier, ja, das ist Diekholz. Gehen wir noch einmal da vorne hin, um das einmal so von der Front zu sehen. Ist schon schön gemacht. Da müssen die auch wieder, da hier müssen die schon ganz irgendwie Kohle haben, weil ohne Kohle kannst du so einen Tempel nicht bauen. Aber das ist ja auch, die reichen Leute, die spenden dann ja auch extrem viel für Tempel, weil die halt auch glauben, dass die so, was ja nicht schlecht ist, der Glaubenssatz, dass dadurch der Überfluss kommt, wenn die wieder was hergeben. Das ist ja keine schlechte Idee. Das ist ja viel eine bessere Idee, als wenn man nur die Kohle nur horten will. So, jetzt gehe ich wieder zurück. Ich versuche mal den Monitor umzuschalten. Jawohl, funktioniert. Immer so eine Sache. So. Jetzt gehen wir wieder zurück. Da hinten glaube ich habe noch irgendwo ein Gebäude gesehen, das vielleicht so zum genüsslich zum Abfilmen wäre. Oder ist es eh das Gebäude da hinten hier? Dieses, was da auch so schön, so wasserfallmäßig, so Garten-Eden-mäßig angelegt ist. Das Holzgebäude. Und dann ist das auch ja fertig. Ne? In Chiang Mai gibt es schon so größere Tempelanlagen, aber ich war ja in einigen auch nicht. Was mir die Leute immer wieder ankreiden wegen Eintritt. Und es geht ja nicht nur um das Geld, sondern es geht ja, dass es gegen, vor allem für mich als Buddhist, dass es ja absolut gegen die buddhistische Regel ist, dass irgendwo ein Eintritt verlangt wird. Schau, wie schön hier, ha? Schöne Holzbrücke. Zack, ja, das könnte auch, das sieht auch so aus wie so dieses, ich habe das schon mal gewusst, aber wie dieses Haupthaus eigentlich, Hauptgebetshaus oder wie man das da auch immer nennen mag. So. Ist halt geschlossen hier, ne? Also wahrscheinlich, weil es halt nicht wahrscheinlich, es ist hundertprozentig geschlossen. Ich renne halt hier rum. Und es interessiert halt keinen. Normalerweise ein Mönch sollte dich ja auch nicht rausschmeißen aus einer Kirche. Egal, ob der Staat sagt, dass geschlossen ist oder nicht. Weil es ja genauso wie bei den Pfarrern in der katholischen Kirche ist. Normalerweise früher dürfte ja niemand auf kirchlichem Boden verhaftet werden. Wie das heute ist, weiß ich nicht. Aber es war ja wirklich im Gesetz noch, also auf alle Fälle, bevor Österreich zur EU kam, dass einer, der auf Kirchengrund ist, nicht, dass da die Polizeigewalt nicht auf dem Kirchengrund, das war ja gesetzlich verankert, so, was wir in der Schule gelernt haben, es sei denn, wir hätten was Falsches gelernt, dass eben die nicht die Judikative, wie sagt man da, die Exekutive nicht auf Kirchengrund eben nichts exekutieren darf, also kein Verhaften, kein Mörder, kein nichts. Und ja, also die Katholiken haben sich ja da nicht an das gehalten, was eigentlich irdisch war. Und das sollten normal die Buddhisten auch nicht. Also wenn der Staat sagt, Mönch, der dürfte dich eigentlich normalerweise nie aus dem Kloster raushauen, weil es eben gegen die buddhistische, gegen die Philosophie vom Buddha ist. Würde der nie machen. Also niemals, weil das ja an dem Ego hingehen, zu sagen, hey, hier, das Denunzieren ist ja reine Ego-Sache. So, wir sind da jetzt dann hier wieder. Da ist noch so dieses schöne Holzhaus, sieht man auch hier wieder. Da hinten der, das, was so wahrscheinlich das berühmteste ist. Diese rote Kapelle, hätte ich fast gesagt. War ein super Ausflug hier. Also, obwohl der Tempel zu ist, ist es doch gelungen, hier einen Tempelbesuch zu machen. Ich mache mir mal wieder einen Ohrring. In letzter Zeit kriege ich immer Kommentare, wie geil mein Ohrring hier ist. Und schön, dass du auch mit dabei warst. Freut mich sehr, hat mich sehr gefreut.
Ich muss nochmal da hinten das filmen, das wird echt ein gewaltiger Tempel werden da hinten. Da aus Holz mit dem Erawan, mit dem dreiköpfigen Elefanten. Und dann sagen wir, wenn wir jetzt dann zu dritt hier sind, wir sagen zu dritt Servus. Gut, Servus. 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 Okay.